Zum neuen Jahr ändert sich einiges im Land. Ärzte müssen ab sofort E-Rezepte für verschreibungspflichtige Medikamente ausstellen. Das digitale Rezept wird auf einem Server gespeichert und kann in der Apotheke abgerufen werden. Versicherte können die E-Rezepte per App, Papierausdruck oder mit der Krankenkassenkarte einlösen. Gute Nachrichten gibt es für die Empfängerinnen und Empfänger von Bürgergeld. Ab diesem Monat steigen die Regelsätze um 12%. Das soll die gestiegenen Preise durch die Inflation ausgleichen. Alleinstehende erhalten jetzt 563 Euro pro Monat statt bisher 502 Euro. In der Pflege steigt der Mindestlohn in zwei Stufen, in diesem Jahr auf bis zu 19,50 Euro. Auch die Renten werden voraussichtlich wieder steigen. Laut offizieller Prognose sollen sie ab Juli um 3,5% angehoben werden. Bahnreisende müssen in diesem Jahr starke Nerven haben. Die Deutsche Bahn baut auf zahlreichen Bahnstrecken. So ist beispielsweise im März die Strecke südlich von Pinneberg gesperrt. Alle Züge aus Richtung Norden enden in Pinneberg und bis zum Hamburger Hauptbahnhof müssen Reisende dann die S-Bahn nutzen. Und eine wichtige Änderung für die Festivalbesucher in Wacken. Sie dürfen künftig schon einen Tag früher anreisen. Eine Konsequenz aus den Matschproblemen im Vorjahr, bei der mehr als 23.000 Fans zu Hause bleiben oder wieder abreisen mussten. Was diese neuen Regeln bewirken, wird sich zeigen. 2024 in Schleswig-Holstein.